Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Tour mit den Minions. Nach der IAA wollen wir unbedingt noch in Hessen bleiben und uns etwas ansehen. Da aber die Stadt Frankfurt von Demonstranten überlagert ist und man keine schönen Fotos machen kann, fahren wir eben woanders hin. Es sollte nicht modern sein wie Frankfurt, sondern etwas älter wirken wie aus dem Mittelalter. Von Einheimischen bekamen wir einen Geheimtipp. Wir sollen uns Melsungen ansehen bei Kassel. Es ist sehr bekannt, weil da die Bartenwetzer sich getroffen haben. Bartenwetzer? Was ist das? Das müssen wir wohl herausfinden. Guten Morgen, Frankfurt. Nach einer langen Nacht geht ein neuer Tag los. Nach dem Frühstück im Hotel geht es auf die A5 Richtung Kassel. Wir wechseln noch auf die A7. Ab jetzt ist unser nächstes Ziel nicht mehr weit. Im Kreisverkehr sehen wir ein M. Ob das für Minions steht? Endlich Ziel erreicht. Jetzt nur noch einen Parkplatz finden und dann kann die Entdeckungstour schon losgehen. Als erstes sehen wir dieses Fachwerkhaus. Auf der Brücke entdecken wir auch diese Figur. Es muss irgendwas mit der Stadt zu tun haben. Es ist ein Bartenwetzer. Vor dem Haus noch einer, der eine Axt in der Hand hält. Auch moderne Geschäfte gibt es in alten Fachwerkhäusern. Wir laufen weiter und sehen das Rathaus. Direkt am Rathaus ist eine aus Holz geschnitzte Figur. Noch mehr dieser Fachwerkhäuser. Wir möchten gerne wissen, wie alt die denn sind. Auf einer Treppe sehen wir einen Hinweis von 1566. Gleich daneben ist die Stadtkirche Melsungen. Ob die auch so alt ist? Und wir sehen noch mehr schöne Fachwerkhäuser. Wird das Haus gleich umkippen? Sieht auch so aus, als ob es nach hinten fällt. Die alte Post. Heute befindet sich eine Gaststätte drin. Direkt daneben sieht es auch so aus, als würde dieses Haus fast umkippen. Im Schaufenster daneben entdecken wir eine große Gummibärchenpuppe. Ein leeres Geschäft. Ist das hier unsere Chance, uns selbstständig zu machen und Bananensaft zu verkaufen? Was genau hat dieses Mädchen mit den Gänsen in Melsungen zu tun? Auch verzierte Eingänge sind an den Häusern zu sehen. Sightseeing macht bekanntlich hungrig. Nach dem Tagesausflug gönnen wir uns erstmal einen großen Eisbecher. Nach dem Eisbecher sind wir wieder zum Auto gelaufen und dann auf die A7 Richtung Nürnberg gefahren. Vielen Dank fürs Zusehen.